Tag zusammen und seid schön grüßt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich habe gleich, ich sag mal, zwei Neuigkeiten für euch. Und zwar einmal dieses Schmuckstück hier und einmal dieses Schmuckstück hier. Die Designer-Bars, die es bei Fitmarkt zum Beispiel zu kaufen gibt von ESN, also quasi in zwei verschiedenen Sorten, Hazelnut, Nougat und Coconut, wurde mir freundlicherweise von denen auch zur Verfügung gestellt. Und in diesem Test schauen wir uns diese Dinge mal an, die als, ich sag mal, besonders lecker angepriesen werden und halt sind auch relativ neu noch. Ich habe sie noch nicht probiert und, beziehungsweise habe ich sie probiert, aber bevor ich sie probiert habe, habe ich sie noch nicht probiert. Also für den Test ist jedenfalls jetzt relativ neu und wir schauen es uns jetzt mal zusammen genau an und ich sage euch, ob die Dinger gut sind oder ähnlich. Deswegen bleibt dabei und ganz viel Spaß. Oha, was ganz Neues jetzt hier. Tasty Bars, Designer Bars, über den Namen kann man jetzt diskutieren, denn Designer kann man ja auf alles drauf schreiben. Designer Stuhl, Designer Klopapier, wird ja alles irgendwo designt, das musst du auf dem Klopapier auch. Ne? Über den Namen kann man streiten, aber nicht darüber, dass sie recht neu sind, diese Tasty Bars von, wie gesagt, ESN, die man mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Ich habe 6 Riegel von denen bekommen, jede Sorte 3-mal, weil ich mich mal mit einem der, ich sag mal, ich weiß es nicht genau, ob ich das sagen soll, darf, deswegen sage ich einfach, der arbeitet für diese Firma jedenfalls. Er hat meine Videos gesehen auf YouTube und sagte hier, oder hat auch so ein bisschen mit mir über manche Sachen diskutiert und meinte dann, ich schicke dir doch mal was zu. Ja, und das hat er dann wohl getan und die liegen jetzt also hier. 2 Sorten, Hazelnut Nougat, Coconut. Ich habe, wie gesagt, nichts dafür bezahlt. Wenn ihr sie kaufen müsst, wollt, kostet ein Riegel zu 60 Gramm 2,49 Euro und ist damit so teuer wie andere Markenprodukte, auch Markenriegel. Nicht günstig, man muss aber sagen, kein Proteinriegel ist wirklich günstig. Ich finde sie alle viel zu teuer für 60 Gramm 2,50 Euro. Außer vielleicht noch so DM-Riegel, wo man für 60 Gramm und 50 Gramm teilweise nur 1 Euro bezahlt. Die sind teilweise auch richtig lecker. Von daher, gut. Aber das ist eine andere Sache. Es ist halt normaler Preis für ein Markenprodukt. Das muss man halt dazu sagen. Not your average Protein Bar. Ja, gucken wir mal, ob der nicht so average ist. 60 Gramm sind in jedem drin. Wir schauen uns einfach mal bei der Sorte Hazelnut Nougat genauer an, was drinsteckt. Gucken wir uns mal als erstes die Zutaten an. Und zwar haben wir hier einen Proteinriegel mit 33% Eiweiß und 25% weißer Schoki. Geil. 33% Eiweiß, Standard. So viel ist in den meisten Riegeln. Nicht besonders viel, aber auch nicht wenig. Normal. Mit Süßungsmittel Hazelnut Nougat Geschmack. Die Zutaten ist eine Proteinmischung aus Milchproteinisolat und Molkenproteinisolat. Also Milch und Molke, auch Whey genannt, die Molke. Süßungsmittel Maltit, das ist also der Zuckerersatzstoff. Dann haben wir Feuchthaltemittel, Glycerin, Polyol, wisst ihr ja. Dann haben wir lösliche Maisfasern, die werden als Ballaststoff benutzt. Wir haben Kakaobutter drin und auch Kollagenpeptide und unter anderem ging darüber die Diskussion. Und nein, es tut mir leid, ich werde nicht meine Meinung trotz der recht guten Argumente ändern, dass hydrolysiertes Kollagen oder Kollagenhydrolysat, Rinderkollagen oder Kollagenpeptide, wie auch immer man sie bezeichnen mag, irgendwie hochwertig sind, nicht als Proteinquelle. Gut für die Gelenke sind sie sicherlich, ja, das kann man wohl auch Studien drüber lesen, aber sie gelten nicht dazu, den Eiweißbedarf zu decken, weil eben eine komplette Aminosäure fehlt. Will ich hier nicht nochmal tausendmal drüber diskutieren, nutzt Google, könnt ihr dann selber mal nachlesen. Der Name übrigens Kollagenpeptide, es ist quasi ein Eiweiß oder auch hydrolysiertes Kollagen, ist dann eben Peptide, sind die quasi die Bruchstücke oder auch Baustücke, je nachdem in welche Richtung man denkt, von Proteinen. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Protein hydrolysiert, haben wir hydrolysiertes Protein zum Beispiel und das entstandene Produkt sind Kollagenpeptide zum Beispiel, wenn man dann Kollagen hydrolysiert, ja. Aber gut, das ist jetzt für euch nicht so wichtig. Wichtig ist, es gibt bessere Eiweißquellen, aber man muss halt sagen, wir haben hier, wie gesagt, als erstes die hochwertigen Eiweißquellen, die schon gut sind. Wir haben kein Soja drin, das mögen viele Leute auch nicht. Als Eiweißquelle ist halt auch nicht die allerbeste und wirklich erst so nach diesen Ballaststoffen kommen dann irgendwann die Kollagenpeptide. Für Ballaststoffe haben wir drin 4,5, sprich wären wir weniger als 4,5%, lösliche Maisfasern stehen ja voll in Kollagenpeptiden, sprich wir haben weniger als 4,5% Kollagenpeptide, sprich der Großteil kommt schon aus den höherwertigen Eiweißquellen. Wir haben Vollmilchpulver, wir haben Haselnüsse, 2,25%, Palmfett, Kakaobutter, Kartoffelstärke, Salz ist auch drin und Emulgatora, Soja, Lecithin nur. Ja? Sprich nicht, gibt es ja auch, glaube ich, aus Eiern zum Beispiel. Aromen haben wir drin, Süßungsmittel, Sucralose, kann bei übermäßigem Verzehr abführen werden. Ah ja.
Mit dem anderen Riegel wird es vermutlich ganz genauso aussehen, bis auf, dass wir hier Kokosnuss drin haben. Wir können ja mal schauen, wie viel. Kokosflocken 2,25%. Das ist also soweit gleich geblieben. Schön in diesem weichen Plastik. Ich liebe dieses weiche Plastik. Das fühlt sich gleich viel hochwertiger an als so billiges Raschelplastik wie bei Drogeriemarktriegeln. Das Design ist schlicht. Weiß ich nicht, ich finde Questbars ziemlich geil oder auch so ein Yippie sieht irgendwie cool aus, aber die sind so schön schlicht, die haben so ein bisschen Stil eher, ja, ist so ein bisschen stilechter, ohne so Plim-Plim, hat auf jeden Fall auch was. Ich würde sagen, wir packen das Teil jetzt hier einfach, vielleicht sollten wir uns mal die Nährwerte noch anschauen. Interessiert ja sehr viele Leute für euch. Bei Proteinriegeln ist es wichtig. Wir haben für 100 Gramm 365 Kilokalorien, wir haben 14,8 Gramm Fett, das ist ordentlich, aber jetzt so noch im Rahmen, aber es hat viel Schokolade, ist also auf jeden Fall so ein Riegel, der auch hauptsächlich schmecken soll, ein Tasty Bar, nicht ein Fit Bar. Ich gab ja mal diesen 52% Riegel, den ich getestet habe, wo nur irgendwie 52% Eiweiß drin ist und sonst nur so ein bisschen Kokosöl, sind dann nicht meistens die leckersten Riegel. Sprich, hier hat man, ich sag mal, Schoki drin. Wir haben Kohlenhydrate 33,7, kommt von dem Glycerin unter anderem, aber auch von dem Maltit. Das würde hier als Polyole stehen, die hier aber nicht aufgeführt sind. Wir haben 7,5 Gramm Ballaststoffe, das sind die Maisfasern, und wir haben 33,3 Gramm Eiweiß. Soweit, so gut. Nährwerte Standard. Nichts Besonderes. Gibt es halt überall. Ja, ist ein wider Yippie, geht in die gleiche Richtung, wie gesagt. Und deutlich ein Geschmacksriegel. So, jetzt packen wir ihn mal aus. Und oha, er sieht auf jeden Fall schon mal richtig geil aus, vor allem mit weißer Schokolade. Ich kann mal ein bisschen weiter runter. Ich liebe ja wirklich weiße Schokolade. Und ja, das sieht auf jeden Fall nach ordentlich Crispies auch aus. Oben, unten weiße Schoki. Und jetzt machen wir mal hier den Querschnitt. Und so sieht er von innen aus. Außen die Schoki, dann haben wir da drum die Proteinmasse und innen drin wie so eine Art Creme, oh yo, die einem da rausläuft. Hallöchen. Da muss ich jetzt noch mal kurz ein Foto von machen. Das sieht auf jeden Fall sexy aus, das Teil. Sexy Riegel mit Füllung. So kenne ich das auch noch nicht, dass man innen drin eine Cremefüllung hat. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut. Innen drin ganz weich. Schön knusprig. Mmh. Oh, ein toller Haselnussgeschmack. Also wirklich. Sehr lecker, auch mit der weißen Schokolade. Aber sehr gut. Man schmeckt das Maltit oder die Sucralose. Das brennt ein ganz bisschen. Aber das ist bei vielen Riegeln so. Das würde ich jetzt nicht unbedingt als negativ ankreiden. Aber es gibt halt Leute, die sind da sehr empfindlich drauf. Deswegen erwähne ich das jetzt hier mal. Riecht auch gut. Er hat jetzt nicht diesen Nougat-Geschmack. Wie so Schokoladen-Nougat. Das ist irgendwie anders. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wo hier der Nougat-Geschmack sein soll. De facto ist hier ein richtig guter Haselnussgeschmack aber drin. Und hat auch eine geile Konsistenz, das Teil. Mmh. Auf jeden Fall lecker. Leckeres Teil. Das muss man sagen. Ich würde ihn jetzt nicht als irgendwie überragend bezeichnen. Ich weiß, ich bin da so ein bisschen nicht wahrgenommen. Für mich sind Questbars einfach der Holy Shit an Proteinriegeln. Aber das Ding ist wirklich top. Geht in Richtung Wider Yippie. Yambam hat jetzt keine Nüsse oben drauf, aber hier wirklich ein sehr guter Haselnussgeschmack. Eine Marke weiß ich jetzt nicht mehr. Die waren auch richtig gut haselnussig. Also das Ding ist wirklich top. Muss man mal ganz kurz Speicher lernen. So, und jetzt schauen wir uns die Sorte Coconut noch an. Da haben wir außen Vollmilchschokolade, wie man sieht. Ja, sieht aus wie der andere Riegel, halt nur in Vollmilch jetzt. Wer soll man noch anderes erwarten? Aber wenn man hier den Querschnitt und auch hier sieht es richtig nice aus. Hier hat man, ich weiß nicht, ob ich es jetzt kaputt gedrückt habe. Wir können ja gleich mal einen anderen Stellen Querschnitt machen. Hier hat man, glaube ich, aber auch eine Füllung drin. Außen die Schokolade mit den dunklen Crispies und dann halt auch diese Hauptmasse. Und ja, sieht soweit eigentlich auch ganz geil aus. Ich mag das, wenn man diese dunklen Crispies in so hellen Riegeln drin hat. Ich finde, das sieht optisch immer sehr, sehr geil aus. Ich schneide jetzt hier nochmal durch.
Guck mal, ja, ihr seht ihr, da ist halt auch so eine geile Füllung drin. Das ist echt cool, das sieht lecker aus. Also ein bisschen mehr mit dem Licht fotografieren. Lecker. Ja, sieht gut aus. Und jetzt mal probieren. Kokos, Kokos, Kokos. Ich bin gespannt. Wie eine Praline, ey. Ja, wunderbar knusprig. Mhm. Oh ja, oh ja. Und eine sehr gute Kokosnussnote. Außen knusprig, schön viel Schokolade, innen drin weich. Es ist jetzt relativ warm heute. Ich habe es jetzt nicht im Kühlschrank gelagert, dann würden sie natürlich ein bisschen fester sein. Innen drin, das ist wirklich auch, finde ich cool mit der Creme. Das sieht man halt nicht so oft, dass die innen drin gefüllt sind auch. Ebenfalls lecker. Ja. Und so würde ich als Fazit sagen, leckere Riegel, wirklich gut, schöner Haselnussgeschmack, schöner Kokosnussgeschmack, Nährwerte und Zutaten würde ich jetzt neutral bewerten, ist nicht schlechter als andere. Sie haben auf jeden Fall weniger Kollagenhydrolysat, glaube ich, drin als viele andere Riegel, wo oft das Kollagenhydrolysat nach der Haupteiweißquelle schon kommt, nach Milchprotein. Da sind die auf jeden Fall besser und grundsätzlich ist das ja auch nicht so schlecht, das ist ja gut für die Gelenke, nur ich behaupte mal, die Hersteller benutzen es alles, um den Eiweißgehalt auf dem Riegel so ein bisschen hoch zu pushen. Wobei, wie gesagt, hier dürfte es nicht den größten Anteil machen. Das Ding ist lecker, es ist knusprig, preislich hoch, so wie viele andere Riegel auch. Aber wenn ihr mal irgendwie was bestellen wollt bei Fitmart.esn, könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ja, kann man wirklich machen, aber es ist jetzt auch nicht die Offenbarung. Zum Beispiel so ein Wider Chocolate Lava finde ich auch sehr, sehr geil. Aber ich habe noch keinen Riegel entdeckt, der wirklich so gutes Haselnussaroma hat. Das finde ich sehr gut. Und auch Kokos ist oft schwer. Das finde ich ist ja auch sehr gut gelungen. Zum Beispiel beim Bärbels Kokos. Den fand ich gar nicht gut. Da ist der hier deutlich besser. Deswegen Haselnuss-Kokos-Fan? Fragezeichen. Probiert mal diese Riegel aus. Und, ach ja, ich habe noch was. Ich habe nämlich 6 Riegel zugeschickt bekommen. Habe ich fast vergessen. Es gibt noch ein kleines Gewinnspiel. Schreibt mir doch mal in einen Kommentar, was euer liebster Proteinriegel ist. Und unter allen, die kommentiert haben, verlose ich jeden Riegel einmal. Ich habe nämlich 6 Stück bekommen. Ihr könnt einmal den Coconut gewinnen, einmal den Hazelnut Nougat. Ihr habt ab Veröffentlichung des Videos eine Woche Zeit zu kommentieren. Wie gesagt, einfach nur Video liken. Ihr solltet auch ein Abonnent von meinem Kanal sein. Nur für die Leute ist das. Abonnent vom Kanal sein, ein Kommentar, was euer liebster Proteinriegel ist und liken, Kommentar und Kanal abonnieren und ab eine Woche lang habt ihr Zeit, ab Veröffentlichung des Videos und dann werde ich einen auslosen. Derjenige wird dann in einem Kommentar angeschrieben, schreibe ich von wegen, schreibt mir eine E-Mail, damit ich die Adresse habe. Ihr habt dann 2 Wochen Zeit darauf zu reagieren, wenn keiner reagiert, verlose ich nochmal. Ja, also dann ruhig auch ab und zu mal wieder reinschauen, ob ihr da angeschrieben wurdet. Ja, alle Bedingungen sind klar, Fitmart, ESN oder so steht nicht in Verbindung mit dem Gewinnspiel, YouTube auch nicht, das mache ich alles bei mir selbst, jetzt wollte ich schon sagen, mit mir selbst, ja, okay, das war's, ihr wisst, was ihr zu tun habt, macht's gut und bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.